Willkommen zurück zu CatQuest. Weiter geht's. Und ich glaube, ja, wir machen vielleicht jetzt hier weiter. Ganz genau. Der erste Katz-Weihnachtstag. Belohnung 250 Gold, 2000 XP. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Wir bereiten uns auf eine Katz-Weihnachtsparty vor, aber die Geschenke sind verschwunden. Miau, Hilfe! Irgendwas läuft an Katz-Weihnachten immer schief. Wir sollten helfen. Perfekt. Wir möchten gerne eine nette Party für alle veranstalten, aber die Geschenke. Keine Sorge, wir finden sie für dich. Suchen wir nach ein paar Hinweisen, Katz-Kollege. Ich sehe zwei seltsame Pfade. Wähle sorgfältig. Ich gehe natürlich dahin, wo die Monster nicht sind. Miau, das ist ein Haufen Schnee? Wir müssen herausfinden, was am Ende ist. Der Schnee sieht aber ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus. Hä, wo ist der denn? Der ist da hinten. Okay, dann gehe ich doch jetzt erstmal hier oben hin. Können wir dich hier noch erledigen? Genau. Müssen wir trotzdem weiter. Oh Gott, da müssen wir wahrscheinlich da ganz rüber. Ich muss mal hier ein bisschen aufräumen. Ja, das hat nicht ganz gepasst, aber gut, die machen halt auch nicht wirklich Schaden. Die XP da oben sind mir jetzt so ein bisschen egal. Warte! Das ist ein magischer Kreis. Erst müssen wir mal hier so ein bisschen den Weg freiräumen. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Schon wieder so komische Zeichen auf dem Boden. Um Katzen willen, mach dich bereit, Katz-Kollege. Ganz schön frostig. Ich muss mal ein bisschen Feuer machen. Gut, du solltest dann auch kein großes Problem mehr sein. Da hält es ein bisschen mehr aus. Ja, das ist... Und ich kann dann auch... Okay, wenn ich da drin stehe, kann ich auch keinen Schaden machen. Weil mich das quasi immer... Ja... Mini-Stunt. Was passiert, Miau? Das hätte jetzt doch schon ein bisschen wehgetan. Jetzt kommt die nächste Welle, oder wie? Miau! Es sind Amulette erschienen. Darauf steht Großzügigkeit. Dankbarkeit. Familie. Fellgebung. Das wäre doch auch ein super Kanalname. Fellgebung. Dieses ist leer. Die Kreise sind verschwunden, aber die Geschenke fehlen immer noch. Gehen wir zuerst zurück. Dann mal nichts wie zurück. Und ich guck mal kurz. Ja, da haben wir sogar ein Dorf. Dann werde ich da noch mal kurz eine Runde schlafen. Weil 50% Lebenspunkte, so ein bisschen mehr als 50%, sind dann doch vielleicht ein bisschen wenig, wenn man Pech hat. Mann, diese Katze, dieser Kater ist so entschlossen, so wie der läuft. Den hält nichts auf. Ein Goldstück, ja, das macht jetzt den Unterschied. Ihr habt sie wohl nicht gefunden. Um Katzen willen, alles wird schlimmer. Übrigens habe ich gerade gehört, dass komische Kreise plötzlich in einigen Städten erscheinen. Das klingt wie ein Hinweis. Welche Städte? Es ist einer in Fischerkatzes Freund der Stadt in der Nähe. Oh, hier ist eine Belohnung. Ninja-Schleier. Minus 10 Rüstung, 10 Angriffskraft. Ja, nee. Machen wir uns auf nach Fischerkatzes Freund. Katz-Kollege, ich finde diese Namen teilweise echt schwer auszusprechen. Fischer Katzes Freund, der Stadt in der Nähe. Miau-Kay. Miau-Kay. Ja.
Okay. Das Spiel schafft mich noch. Also die soll in der Nähe sein. Das sieht aber nicht sehr nah aus. Unter Nähe verstehe ich aber was anderes, Leute. Laufen wir erstmal hier durch, genau. Monster, die sind sowieso alle vom Level zu niedrig. Jetzt sag nicht, ja gut, wir können auch hier unten rum, aber wir müssen trotzdem... Nee, Moment. Falsch, bin ich doof. Das war wieder, das war jetzt wieder die Hauptquest. Manchmal komme ich da echt so ein bisschen durcheinander. Dann hat er die Quest, dass sie dann halt immer schon markiert ist wieder. Was haben wir hier? Das war Level 25. Okay. Dann würde ich halt gern nochmal das hier unten auf jeden Fall mitnehmen, wenn das denn geht. Level 20 ist okay, da steht sogar schon die nächste. Ach, das ist dann der zweite Katz-Weihnachtstag. Level 30, ja gut, das dauert noch ein bisschen. Wir machen jetzt erstmal der Fleischverkäufer. Aber die Quests geben echt eine Menge XP, da kann man richtig fix leveln. Wir sind jetzt auch schon Level 24. Der Händler kommt. Hilfe, miau, Red. Red ist in Gefahr. Lass uns losplatzen, Katzkollege. Hier ist niemand. Und schau mal, das sieht ganz nach einem Kampf aus. Ich sehe eine weitere Spur. Beeil dich, wir müssen Red finden. Genau, weil Spuren werden so gelegt, man geht halt mit dem Pinsel über den Boden und zieht mal so eine Spur. Ja, okay, das hätte ich mich eigentlich schon... in den letzten Videos so kommentieren können. Aber das ist mir jetzt erst so wirklich klar geworden. Das ist wieder, ja, Spieler halt, ne? Und was ich noch ganz kurz sagen will, ich kann schon verstehen, wenn der eine oder andere sich denkt, okay, das ist ja total simpel und so. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele komplexe Spiele, wo man sich quasi mit einer Excel-Tabelle hinsetzen kann, um die Werte auszurechnen, so ungefähr. Ich bin ganz froh, dass es da so ein bisschen Abwechslung gibt, dass nicht alle Spiele so ultra komplex sind, sondern auch mal so ein paar leichte. Und das Spiel ist hier richtig, richtig nett, auch wenn das vom Gameplay halt sehr simpel ist. Aber ich finde generell so die Quests, ich finde das schon ganz nett gemacht. Gut, wenn die Texte halt schlechter wären in dem Sinne, dann wäre das hier wahrscheinlich schon eine Ecke langweiliger. Aber ich finde das noch ganz unterhaltsam. Die Spur führt in diese Höhle dort. Red könnte in Gefahr sein. Besiege alles im Innern, Katzkollege. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Gamma-Ruin. Monster besiegen. Okay, wir können hier einfach da so rüberlaufen. Das ist halt schon ein bisschen... Stehen da halt schon alle ein bisschen blöd. Oh, das hat jetzt aber auch schon wehgetan. Uiuiuiuiui. Ach, da kann ich nicht rüber, oder wie? Ja, toll. Nee, ich muss jetzt nochmal kurz raus. Nee, das... Ich, ja, hey, ich könnte mich heilen. Mit meinem super-duper Zauberspruch. Verdammt, hier ist aber auch nichts in der Nähe. Was ist denn näher dran? Ich glaube, wir gehen mal... dahin. Mir fehlt hier noch so ein Sprintzauber. So, einmal kurz wieder aufs Ohr hauen. Ist auf jeden Fall auch ganz nett. Ich kann, ich kann da nicht rein, während ich kämpfe. Ja, okay. Das hatte ich auch noch nicht. So, jetzt aber. Ich wollte gerade sagen, die spawnen ja nicht neu, aber die spawnen jetzt hier neu. Das ist natürlich schon sehr interessant. Die haben halt ein blödes Timing. Puh. Ist halt auch eine Möglichkeit, dass man sich nicht gleich mit allen anlegt, sondern erstmal... Gut, da war halt jetzt nur noch eins übrig. Aber das sollte erstmal... Komme ich denn da durch, wenn ich die hier erledige? Wie gut, dass ich den Zauber schon so aufgewertet habe. Nein. Aha, aha, aha. Okay, die haben das nicht blockiert. Man muss nur so ein bisschen rumprobieren. Was haben wir hier?
Waldläuferweste, Level 10. Ja, gut, ist jetzt auch nicht so mein Ding. Können wir aber mitnehmen. Dann können wir das schon mal nicht mehr als Upgrade bekommen. Da ist so ein Eisdrache. Da kann ich so gar nicht... Wie komme ich denn jetzt? Ich muss, glaube ich, über die Seite, oder? Komme ich gar nicht hin, oder? Von oben. Könnte auch sein. Schauen wir mal. So, aber erstmal die Kiste. Ninja-Robe. Gut, ist jetzt auch nicht so der Knaller. Ja, das war jetzt... Das hat gepasst. So, können wir den gleich zu dir? Sieht nicht danach aus, aber... Wir sind zu spät, Mounts. Rett es nicht hier. Wir müssen noch mal draußen nachschauen. Aber ich will noch gar nicht draußen nachschauen. Ja gut, ich will eigentlich zu der Kiste, aber... Ich habe keinen Schlüssel für die Kiste. Und ich wollte gerade sagen, ich kann hier nicht zurück. So, wie war das jetzt? Hier links hoch... Können, glaube ich, hier wieder direkt hochlaufen. Und dann müssten wir vielleicht auch da nicht rüberkommen. Okay. Dann halt nicht. Okay. Ja, nee. Nee, ach, bin ich. Nee, nee, das war anders. Moment. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Okay. So, ja, 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 genau. Und dann hoch. Alles klar. Gut. Zwei weitere Spuren. Welcher willst du folgen, Katzkollege? Wo wollen wir denn hin? Ich würde ja immer sagen, ja toll, das ist dieselbe. Da, ich will aber nicht da durch den Wald. Nee, 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 nee. Das könnte er mal knicken. Können wir hier nicht durch? Nein, wir können hier nicht durch. Level 20. Moment, da waren wir noch nicht drin. Dann gehen wir hier jetzt erst noch rein. Schnurrerhöhle. Okay. Okay, okay, okay. So. Ah, das ist hier aber auch eine blöde Ecke. Oh, das ist hier aber eine richtig blöde Ecke. Ich versuche das jetzt trotzdem. Was soll's? Nein. Ich werde jetzt doch mal hier die Heilung benutzen. Jawohl, das ist... totaler Wahnsinn. Ja, nee, ich glaube, das... Nee, nee, ich gehe auf Nummer sicher. Die Stadt ist hier auch nah dran. Von daher sollte das doch kein Problem sein. Das dauert halt auch nicht lange. Dann können wir da direkt auch wieder rein. Ich gehe jetzt erstmal nach... mein Gott. Nach Halsingen. Ich mach erstmal die anderen hier weg. Ja, komm schon her. So, dann können wir hier mal eben gucken. Was gibt's denn hier Tolles? Kettenhelm Level 12. Okay. Gut, bevor wir uns da mit den rechts befassen, würde ich gern erstmal hier runter. Und das ist ein neuer Drache. Uiuiui. Da haben wir wieder so eine Kiste. Die Frage ist jetzt, ob das vielleicht mal eine Idee wäre, zu gucken... Ja, gut, ich kann jetzt hier nicht überall am Rand langlaufen, um zu testen, ob ich da irgendwie... Ob es da irgendwo einen Geheimweg gibt. Oh, eine bessere Axt. Level 13. 13, 13. Da müssen wir jetzt mal eben gucken. 6, 12. Verlieren wir ein bisschen Angriff. Ja, nee, ich hab da lieber ein bisschen mehr Angriffskraft. Das ist ja schon richtig fies, ne? Also die mit ihren Angriffen hier. Auf so einem Weg. Nein, ich wollte...
gut, jetzt habe ich wieder hier Schaden kassiert. Ja, hätte ich auch vermeiden können, aber ganz ehrlich, was soll's. Oh Gott. Oh mein Gott. Kann ich? Ich kann sogar, okay. Gut, die Gegner werden im Norden stärker. Schön und gut, aber das war jetzt schon ganz schön... Das hat schon ganz schön wehgetan. Ich will auch noch mal kurz gucken. 1600 Gold haben wir wieder. Es lohnt sich, glaube ich, nicht. Ihr Level 25 könnten wir theoretisch schon mitnehmen, würde ich fast sagen. Aber wir machen jetzt erstmal hier das Quest weiter. Miau, ist das nicht Red? Red, alles in Ordnung mit dir? Wo ist der Händler? Wie kommt's, dass ihr noch lebt? Waren die Monster und der Dungeon nicht genug? Red, du bist die ganze Zeit über der Händler gewesen. Drakkot hat mir das Fleisch gegeben und mir Reichtümer versprochen. Du wirst... Du... Ja gut, gut, dass ich das jetzt nicht machen musste. Das sieht aus wie so ein... Das sieht aus wie so ein Schafschwein. Das ist doch ein Schafschwein, oder nicht? Red hat vermutlich auch von dem Fleisch gefressen. Ich schätze, Neugier ist der Katze tot, nicht? Und wieder einmal haben wir einen von Drakkots Plänen veraltet. Schnurrtastische Arbeit. Yay, Kettenklinge kriegen wir dafür. Ist aber nur Level 10 und wir sind jetzt Level 25. Okay, gut, dann... Ja, können wir die Höhle da auch mitnehmen. Wenn wir jetzt auch schon Level 25 sind. So. Wie machen wir das denn jetzt hier? Ich mach das mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, das ist schon wieder ganz viel Damage. Ah, das ist echt fies. Aber dafür finden wir auch wieder was. Kettenklinge, Level 15, okay. Das müsste jetzt aber schon mehr Angriff, weniger Leben. Ich, also ganz ehrlich, wenn ich habe 245 Leben, wenn ich 6 Lebenspunkte weniger habe, dafür aber 4 Angriff mehr bekomme bei 48 oder 44 Angriffskraft dann, oder 48, dann machen wir das halt so. Ja, mach du mal den Mist. Ich sollte, glaube ich, doch Magier spielen. Irgendwie machen das die Zauber ganz schön einfach. Gut, die kann man halt scheinbar unbegrenzt leveln. Man muss halt nur genug Gold haben. Bei den Waffen ist das halt so eine Sache. Autsch. Da muss man halt schon... Genau das meinte ich mit Eis und so. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Ich habe jetzt auch gar keinen... Mana mehr. Jetzt wieder ein bisschen. Ich probiere das jetzt hier einfach nochmal. So. Na komm schon her. Das ist natürlich schon ganz schön tricky. Wenn dann hier so viele Gegner rumschwirren. Ich muss mal diesen verdammten Magier erledigen. Toll. Haben wir auch wieder geräumt und wir haben natürlich nach wie vor keinen Schlüssel. Das hat jetzt aber echt nicht so viel Backtracking, oder? Das würde ich aber ziemlich doof finden. Ja, mach du mal. Also wenn ich irgendwie später die Schlüssel bekomme, muss dann... Oder ich... Was heißt ich muss? Ich kann dann halt überall zurücklaufen. Level 12. Eine Untersuchung im Westen. Ja, warum nicht? Wir müssen mehr über das neue Rezept erfahren. Triff mich draußen. Feldhatzen. Ich traue diesem Feldhatzen nicht wirklich. Doch hören wir mal, was er zu sagen hat. Hallo,
Meine Schwester und ich mögen zwar in der Küche Rivalen sein, doch ansonsten stehen wir uns sehr nah. Sie begann mich zu ignorieren, als sie über das Rezept nachdachte. Das muss der Grund sein. Bist du sicher, dass du nicht nur versuchst, an das Rezept zu kommen? Nun, ich will nur meine Schwester zurück. Ich habe herausgefunden, welche Routen ihr Lieferant nimmt. Wir werden bestimmt herausfinden, was der Lieferant transportiert. Das wäre sehr gut, ich markiere sie für dich. Du kannst wählen, welche du überprüfen willst. Okay, eine Untersuchung im Westen. Ich nehme mal das, was näher ist. Ja, warum auch nicht? Ich habe ja hier keinen Indikator, was jetzt wirklich, ja, was besser wäre, oder? Ich meine, ich kann zwar beide, okay, ich bin jetzt hier näher dran. Machen wir das. Hier ist niemand. Okay, dann müssen wir dahin. Also es wird langsam mehr gelaufen. Miau, ich sehe einen Banditen mit einer Vorratskiste. Bist du der Lieferant für Ostatz? Warte, du solltest besser nicht wegrennen. Um Katzenwillen, dieses Fellknäuel ist weggerannt, hinterher. Wo ist die Kiste? Der Bandit zeigt auf das Wasser, dann zeigt er auf dich. Miau, er will gegen uns kämpfen? Dann zeig, was du kannst, haariger Bandit. Der kann nämlich gar nichts, weil er nämlich viel zu niedrig ist vom Level. Er muss die Kiste ins Wasser geworfen haben. Lass uns zurückgehen. Gut, gut. Dann laufen wir mal zurück. So wie wir laufen, könnte es auch sein, dass wir sowas wie 7-Meilen-Stiefel anhaben. Das ist ja fast schon Fliegen. Ja, ja, macht ihr da mal ruhig mal Terz. Interessiert mich nicht weiter. Du kommst mit leeren Pfoten. Hast du etwas gefunden? Dieser Fake-Neulieferant hat die Vorratskiste ins Wasser geworfen. Sie ist weg. Oh, Miau, dann haben wir keine Wahl. Ich muss meine Schwester fragen. Vielleicht sagt sie es euch eher, da ihr geholfen habt. Wir werden es versuchen, Miau. Vielleicht erfahren wir, was mit ihr nicht stimmt. Merci, bitte nehmt das als Belohnung. Magierstab, Level 16, mit 17 Mana, okay. Lass uns zurück nach Ostatz gehen. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen nächstes Mal vielleicht nach Ostatz oder irgendwo anders hin, aber erstmal soll es das wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.